Daro ist der kleinere. Oh nein! Oh nein! Hä, was ist denn jetzt? Hä? Was passiert da? Hä? Warum werden die alle. Hä? Was ist denn hier los? Ich dachte, wir machen hier Weihnachtsstimmung! Was ist das? Hi, Andi. Oh. Was war das jetzt? Kann mir irgendjemand erzählen, was hier gerade für ein Untergang passiert ist? Also, ich weiß. Keine Ahnung. Das war ein Bug. Eine Möwe. Das ist einfach. Haben sie so den Bug erwischt? Ja, ein Daumenkino gemacht. Also zumindest hat der Bug die erwischt. Andi! Hä? Der überlebt einfach. Andi, ein bisschen sass. Oh, da oben. Hä? Hast du ein Glück? Sag mal, Mel, was ist los? Hast du Kaution, Leute? Man muss auch mal ein bisschen schneller spielen. Wir haben doch keine Zeit. Mel, die Runde startet. So rum. Und Mel, nur weil du jetzt CS2 spielst, musst du das nicht in TTT ausleben. Oder Spiel. Sonst lasse ich mir immer so viel Zeit. Ist auch falsch. Jetzt mache ich mal schneller. Ist auch falsch. Mel, was soll ich denn jetzt machen? Mel, was wollt ihr denn? Ich wünsche mir für Weihnachten den Durchschnitt. Den Durchschnitt, einfach so. Ich wünsche mir schon mal. Akmala sitzt in ihrem Büro wie so ein richtiger Boss, weil so ein Sandwich im Maul den Durchschnitt, Junge. Und dann macht's dann auch wieder so. Ja. Akmala ist auch der einzige Boss, der die Durchsagen nur mit Atmen macht. Einfach so. Mel, im Mikrofon. Es gibt nicht nur 3 Sekunden und 5 Minuten. Es gibt noch ein bisschen was dazwischen. Also. Weißt du, Daro zeigt mir gerade diesen Bug oder dieses Feature von diesem, oder was auch immer, diesen komischen Teleporter, wo du slowfallst. Ja, ja. Weißt du, Daro, ich komm da runtergefallen, Mel steht schon da unten, zielt auf uns und dann so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll. Irgendwie finde ich es geil, aber irgendwie finde ich auch nicht so geil. Es ist schöne Mische. Den Durchschnitt. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Es ist ein Hina. Ich find den Durchschnitt geil. Oh, oh, Alter. Oh, tot! Jetzt fangen die schon wieder damit an, Alter. Nein. Andi, kannst du bestätigen. Hina wurde von dem Aufzug zerquetscht. Die ist oben drauf gewesen, während er gerade hochgefahren ist. Das ist aber ganz schlecht. Also, ich fahr wieder. Tschüss. Aber kannst du es wenigstens bestätigen, bevor... Oh, jetzt fährt er. Hä? Okay. Ich hab... Also, Junge, diese Map ist eine einzige Psychose. Darf ich nach oben vielleicht? Das ist ja schon wieder wild hier. Das ist... Daro, ich glaube, das liegt nicht an der Map, das liegt an uns. Ah! Das ist übrigens. Wer ist es? Kevin! Andi! Huch! Oh, okay. Raus! Hä, was passiert hier? Hä? Warum ist jetzt hier Hina? Hina ist tot. Ja, hab ich doch gesagt, sie wird. Ja, dann bring doch mal den Müll runter, mein Gott! Tschüss, Hina! Ja, Banane, oh, Banane! Akmal hat gesagt! Akmal hat gesagt, Andi ist es, wir müssen gehen! Hä? Aha! Mel macht den Move! Jawohl! Aha. Mel macht heute einfach wirklich Bowling abräumen Runden. Schön, Mel, schön. Wer hat Andi die Banane geklaut? Ich glaube, Andi hat sich selbst die Banane geklaut. War das. Ja, das glaube ich auch. Bei dem Ausmann haben wir keine. Was? Boah. Mel, hast du das nicht gefallen? Das war gerade so befriedigend. Mel, das hast du gut gemacht. Ein Fleißigkeits-Smiley. Gut gemacht. Danke. Sehr gut gemacht. Ein Zwinker-Smiley. Endlich habe ich meinen Fleißigkeits-Smiley. Nee, alles nur. Zwinker-Smiley kriegst du nur, wenn du was Scheiße machst. Nee. Zwinker-Smiley will ich nicht. Ich will dir gerne nicht mal wirklich wissen, ob der Erik wirklich kein Problem mit Zwinker-Smileys hat. Hat er wahrscheinlich wirklich nicht, sonst würde er sie nicht immer machen, Alter. Ich kriege immer die Krise. So. Jedes Mal, wenn der mir eine Nachricht schreibt mit Zwinker-Smiley, würde ich so gerne so atmen wie Akmala. Das Erste, was ich kriege, wenn ich Kevin Zwinker-Smiley schicke, ist einfach so: Halt die Fresse, Junge, halt die Fresse, ich komme gleich rüber, ich schlag dir eine. Ja, guck mal, das Ding ist halt, ich verstehe auch nicht. Du bist ehrlich, weißt du, man will ja Freunde haben, die ehrlich zu einem sind. Und dann sagst du, ey, nee, fühle ich nicht so. Und dann kommen 3 Zwinker-Smileys nochmal. Was soll das? Das ist, du spielst mit meinen Gefühlen. Und dann wundert man sich, wenn man dann wütend auf jemanden wird. Hey, komm, du musst aber auch zugeben, ich habe jetzt keine Zwinker-Smileys mehr geschrieben. Ich nehme Rücksicht auf deine Bedürfnisse, ja? Also, ne? Ja. So im Zuge der Freundschaft. Ja. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Irgendjemand hat den Schneemann erschossen, Leute. Das ist gar nicht gut. Das im Zweifelsfall war es Mel. So wie die drauf ist heute, würde ich sagen. Hey, hallo, ich bin hier oben. Hinter Curry. Ja. Und warum hinter Curry kann man nicht irgendwie... Kann ich Curry nicht erschrecken? Junge, Mel ist voll aggressiv, sie schießt einfach gegen Scheiben. Ja, wo kann man denn hier rein? Ich hab gerade. Warte mal, da ist jemand gestorben, Mel. Ja. Wir haben gerade einen Todessound gehört. Oh. Warte. Irgendjemand ist hier bei uns gerade gestorben. Hier ist doch gar nicht. Doch, nein, es war irgendwo hier. Ich weiß wo und ich weiß auch wer, sag mal nicht. Junge, wenn ich noch einmal höre, dass Andi sagt, er weiß wer, sagt nichts, dann raste ich aus, ne?
Also ich bin hier unten am Strand lang gewuselt. Ich kam gerade aus dem Keller. Daro wurde von etwas. Oh, ich glaube, er wurde zerdrückt von dem Aufzug. Daro wurde zerdrückt von dem Aufzug. Toll. Warte mal, ich gehe noch mal ganz kurz in den Keller runter. Achtung, Aufzug jetzt offiziell größter Killer. Traitor, ich betrete den Keller. Vorsicht, es könnte sein, dass ich keinen Nachtisch dabei habe. Oh, hier ist ja ein Abgrund. Mel, ich bin auf der untersten Ebene. Ich höre eine Durchsage. Ich höre eine Durchsage. Ich höre eine Durchsage. Airstrike. Wenn er auf mich geht, wäre ich sauer. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Meine Ohren. Was war das? Wunderschönen guten Morgen. Oh mein Gott, meine Ohren. Ich könnte mir vorstellen, es ist. Oh Gott. Willst du mich verarschen? Warum? Sag mal. Wie wenig macht das? Was hey, war das denn überhaupt? Was hast du gegen mich? Digga! Wer war's? Digga, tschüss! Alter! Ey, Digga, weißt du, das gibt uns ein Problem! Oh nee, könnt ihr bitte aufhören, so zu reden? Nee, das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein, Leute. Ja, also, ja. Bitte. Aber Hina, du weißt wie doch... Wie ist Daro jetzt gestorben? Hina hat mich umgebracht. Nee, hab ich nicht. Ja, klar. Na, natürlich. Nein, Daro hat wieder die Augen zugehabt und ich hab doch gesagt, dass er vom Aufzug erdrosselt wurde. Da. Erdröselt wurde. Er hat sich angelegt mit denen, hat er gewürgt, ist halt so. Das ist halt. Hey, Daro hat gesagt, Aufzug ist hässlich, du kannst gar nicht mehr schnell nach oben fahren. Und dann hat er gesagt, ich zeig dir mal, wie schnell ich nach oben fahren kann. Ich will runter. Oh Gott, nein, da bin ich in dem runter. Und Hina? Warum? Ich darf wieder mittlerweile gibt es im Osten genug Bananen, weißt du? Da musst du nicht die ganze Zeit jetzt so einen auf Konkurrenz machen. Ey, das ist echt scheiße jetzt hier. Ich bin die ganze Zeit innocent, ich kann nichts tun. Ich bin einfach low. Ich bin einfach das weiße Schäfchen im Stall. Macht ihr mal euren Spaß. Es ist so. Mel, du bist mal ganz leise. Du hast diese Runde schon alles gehabt, ne? Akku Achtung, Mel, die ersten 10 Sekunden sind gleich abgelaufen. Bitte schieß jetzt alle ab. Okay, Mel, warte. Nein, das war nur ein Scherz. Ich habe gegen die Wand hier geschossen. Curry? Ja, was denn? Komm mal kurz her. Was willst du? Guck mal, immer wenn da. Ich will dir was zeigen, Mann. Oh, das ist voll. Bring mal auf den kleinen Stein. Na, warum schießt du da? Auf den Ding. Guck mal. Ja doch, der will mich trappen. Das geht. Nee, guck, das geht. Das mache ich auch. Oha. Guck hier. Schupp. Oh nein. Wow. Okay, alles gut. Das klappt nicht. Stern über Bethlehem, zeig mir den Weg. Na. Hör uns zur Krippe hin, zeig, wo sie steht. Ich weiß nicht weiter. Ja, gut. Wollt ihr zwei für den Preis von einem? Nein, wir sind eine Disco-Kugel. Jeder, der uns umbringt, der hat sich verdient. Wir sind der Stern von Bethlehem. Wir sind der Double-Stern von Bethlehem. Du kannst alles sehen hier, alle. Ja, weiß ich. Ihr müsst dann aber alle fünf von euch strengen. Jeder, könnt ihr euch ducken oder so? Lass das doch. Ja, konnten sie scheinen. Daro, ja. Hast du die gerade abgeschossen? Nee, die haben sich geduckt und sind runtergegangen. Sicher? Kann ich Mel umbringen, weil sie sicher. Hey, warte mal. Oh. Junge, Burntime, was ist dein Problem, Alter? Was laberst du? Was schreibst du da rein? Willst du gerade irgendwie witzig sein oder was? Willst du ein Timeout? Was hast du? Hast du heute schlecht geschissen oder was? Also langsam reicht? Ey. Jedes Mal kommt der mit Fingerzeig. Burntime. Mana Ingo, bitte einmal den Blick behalten, ja? Weiß nicht, was das zu bedeuten hat da. Ganz schlecht. Ganz schlechtes Benehmen hier. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Was kann ich? Daro? Nee, ich glaube, Heavy Object steht bei ihm. Kannst du aber bitte DNA? Scheiße, ich hätte gern gesehen, wie das ausgesehen hat. Hä? Mel ist tot. Das ist Hina. Also ist ich ja hab nur nichts Hina gemacht. Naveng ist tot. Ist tot. Warte. Fun Fact: Daro hat uns umgebracht, weil in dem Moment, wo er gesagt hat, wir können auch ducken oder könnt ihr ducken, habe ich das gemacht. Oh mein Gott! Was ist mit los? Was, Kevin? Naja, Daro hat gefragt, könnt ihr euch nicht ducken oder so? Dann habe ich ducken gedrückt und dann bin ich gestorben. Also, ja, Daro ist eigentlich schon halt wirklich. Ich glaube, du bist halt wirklich nur so kurz mit so einem Slow voll belegt und der Zeitraum war halt schon lange vorbei. Deswegen hätten wir einfach wirklich shit da oben schweben müssen. Ich hab gerade gedacht, mit dem Melon Launcher oder so, die ganze Zeit durch die Map, weißt du, und keiner merkt's. Diese Map die macht mich wahnsinnig. Das war kein Melon Launcher, das war ein Enten Launcher. Was für ein. Hä? Hina hat einfach eigene Traitor-Waffen, was ist das denn? Nee, The Quacker heißt die. Ich hab die einfach gekauft und die schießt Enten.
Damit hast du Andi erschossen, oder? Es gibt eine Waffe, die Enten schießen kann? Hä? Leute, wir versammeln uns alle am Ententeich. Let's go. Entenangeln. Abfahrt. Und dann habe ich mich klein gemacht und dann kam Mel mir voll in die Arme gelaufen und hat die andere Ente abbekommen. Das war eine Ente. Wer hat die erste Ente abbekommen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, ging so schnell. Andi. Och mein Gott, nee, ich habe auch keinen Bock mehr jetzt hier auf Weihnachten. Ich darf wieder nicht umbringen. Warte mal, ich glaube, es gibt einmal in einer Session gibt es immer den auserwählten Innocenten. Und egal, was er sagt, das ist ein richtiger Traitor. Der Traitor in dieser Runde wird sein, und zwar, Narvain. Narvain ist Traitor. Okay, warum? Also, weil der auserwählte Inno das jetzt sagt? Ich bin hier wieder runtergefallen. Ach, Junge, das ist der Hotspot, das ist einfach gefährlich. Ich will hier gar nicht sein. Lass die Möwen in Ruhe. Daro hat eine Granate geworfen! Vorsicht! Wird beschossen! Daro ist eine Granate! Meine Stimme! Andi, beschütze mich! Ja, da weißt du, du sollst nicht lügen, der hat sogar deine Stimme versagt. Hallo, ich bin beschossen! Nein, Alter. Ich hab die Explosion von der Schmaler. Ich hab zu spät gemutet. Ja, ich wurde beschossen. Mich, umbringen? Ich wurde beschossen! Von wem denn? Von Curry! Ja, hey, du hast eine Granate geschmissen. Was laberst du jetzt? Was machst du jetzt? Ein Drama draus? Ja, wow, ja, ich habe eine Granate geschmissen. Junge, willst du mich gerade verarschen? Es geht mir auf den Sack, dass du die ganze Zeit Granaten schmeißt und nichts passiert. Ja, das halt die weg. Erreicht. Christa, ja, ist mir doch egal. Du wirst trotzdem einfach aus Jux an der Freude Granaten. Ich glaube, ich weiß, wer Traitor ist. Ja, ich bin's nicht. Auf gar keinen Fall bin ich's. Hallo. Hallo, erschieß bitte Curry. Nein, Daro wird sein. Dann muss es Daro sein. Hier hustet jemand. Ja, dann ist doch wieder Daro, der mit seiner Sülze da rumschießt. Komm her, er schießt mich. Curry ist es vielleicht nicht, weil er gerade auf mich zielt. Ich habe aber auch noch einmal... ich bin infiziert. Mit wem warst du? Ja, das kommt von ganz weit... ich vertraue dir. Deshalb, das muss nichts heißen. Also es kam mit einer... mich hat's auch erwischt. Ja, dann bleib mal bloß weg von mir, ich mach gar nichts. Ja, wenn, dann ist es Andi. Weißt du, Andi. Atemschutz. Ich denke eher, dass es jemand anders ist. Wer denn? Ihr mir jetzt heute wirklich jede Traitor-Waffe anhängen? Wer ist denn hier runtergesprungen? Ich sag euch, es war der Innocent Call, der auserwählte Innocent Call. Na, wen ist es? Aber guck mal, ja. Curry war es nicht. 100.000%. Wer ist denn auf dem Tower? Mel hat den Overwatch. Okay. Mel ist Detective, die darf das. Ich bin krank. Ja, nee, ich will nicht, dass du in meine Richtung kommst. Nee. Ich hab keine Heilung. Hab ich nicht. Ich bin auch geimpft. Aui. May, kennst du nicht einen Cure, kaufen? Genau, der Täter kann doch, sie könnte euch heilen. Nee. Sie hat schon andere Sachen gekauft. Was denn? Was hat sie gekauft, die goldene Diegel? Nee, ich hab diese One-Shot-Traitor-Kill-Waffe geholt. Ja, die Diegel. Nein, das ist was jetzt anderes. Jetzt bin ich auf... Hä, wieso bin ich jetzt auf... Weg, Akmala, nee, heißt ich will das nicht. Geh weg. Hä, Leute, Daro, ist jetzt auch krank, oder was? Ja, ihr steckt die... Hustest du, Akmala, oder? Ich opfer mich fürs Team. Ja, dann geh weg. Wer ist denn hier gerade neben mir gestorben? Ich lass mich nicht anstecken mit eurer Scheiße. Ich denke fast, dass es Curry ist. Nein, ich bin's nicht. Ich will mich einfach nur nicht anstecken lassen. Warum sollte ich... Nee. Andi, hustest du? Nö. Andi hustet also auch nicht. Also, ich bin gleich tot. Ja, das ist so. Ja. Hast du auch verdient, Daro. Recht mich. Wie gesagt, ich denke immer noch, dass es Nein, ist. Ich bin's nicht. Andi, bist du gesund? Andi ist gesund, ja. Andi ist bei mir, ja. Also, das wäre jetzt blöd, wenn er nicht gesund wäre. Ich schwöre euch, es ist der Innocent Kill, Alter. Ich weiß nicht warum, aber Narvain hat umgekrempelte Fußnägel. Ich glaube auch, dass er gerade hart geshoppt wurde, aber ich lasse aber durchgehen. Wer ist noch am Leben? Hey, weil ich im Haus gerade hier stand und die Leiter runterkam. Akmala, toi, 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 Akmala. Hey, Akmala, weg! Oh nee, ne? Was denn? Kevin, bist du jetzt angesteckt? Ja. Nee. Also, wir leben noch, Mel. Ja. Andi, Curry, Narvain. Ja, Daro und Tina sind schon tot. Daro und Tina sind komplett weginfiziert. Oh, ich hab Andi gerade gefunden. Oh, das ist ja jetzt traurig, Narvain. Junge, geh mir nicht auf den Sack, das bist du gewesen. Andi war gerade noch bei dir. Nee. Ja, das stimmt, aber ich hab ihn nicht getötet. Ich bin hier und hab dann gerade hier Du musst ihn getötet haben. Okay. Akmala war die ganze Zeit hier vorne am Strand. Hab ich nicht, Andi. Ich hab dich nicht getötet. Was ist das? Nein.
Das oder bist du in die Mine gelaufen? Junge! Andi, wie bist du gestorben? Ich bin explodiert und bin durch dich gestorben. Es war Nawein. Bist du in den Turm gegangen? Ich hab euch den Krieg gesagt. Okay. Das ist der. Leute, es wird einmal pro Session ein Innocent ausgewählt. Der weiß alles, auch wenn er es selber nicht weiß. Wenn er sagt, dass er Traitor ist, derjenige muss sofort erschossen werden. Es war richtig. Ja, aber das war jetzt unlucky, weil ich habe eine Mine gelegt. Er ist in die Mine gelaufen. Also ich finde. Halt nicht aktiv gekillt. Also ich finde das sehr charmant, dass du einfach hier eine Viruswelle ausgedroppt hast. Das war ja mega geil einfach. Die will ich haben. Das war ja wirklich mega geil. Guck mir die. Man kann ja mal was probieren. Ja. Das ist mega. Die will ich haben. Jetzt nimmst du die weg. Was soll das denn? Hallo? Wie unlucky, weißt du, da rennt er in dem Moment. Ja, meine Waffe, geh weg. Dann. Ja, das war halt jetzt wirklich unlucky, dass er tot war. Ich sag die ganze Zeit, ich will die haben. Weißt du, dann rennt er da in die Mine. Weißt du, alles so schön, ohne dass ich hier entdeckt werde. Okay, warte, ich bin schon wieder. Aber da habe ich tatsächlich nicht geshoppt. Ich bin schon. Wow, einfach wow. Wartet kurz. Andi, legt ihr extra wieder für mich hin. Ich gehe kurz in mich. Der diesmalige Traitor ist. Kevin. Nee, Mel ist es auch nicht. Es ist tatsächlich Andi jetzt. Es ist tatsächlich Andi. Ah. Ich glaube es nicht. Andi ist es. Das ist interessant. Ich freue mich auf die Runde. Ina. Nein, es gibt kein Command, wo ich Trader wäre. Nein, hey, wie scheiße wäre das denn? So, Leute, jetzt habe ich mal Bock auf eine Trader-Runde. Ich glaube, ich mach mal jetzt. Zack. Theoretisch könntest du das machen, aber das wäre irgendwie... Nee, Tina, ist es dir schon wieder klein mit Quacker? Wirklich jetzt? Ja. Sie war schon wieder still. Nicht mal eine Minute in der Runde. Wo, Navain? Unten im Tunnel. Ich habe hier bald noch einen Hochgreifen gerade. Du brauchst jetzt gar nicht so leise sein. Nö. Wie nö? Guck mal, die kann sich nämlich nicht verteidigen, wenn sie Traitor ist. Kann sie wirklich nicht. Die ist einfach ruhig. Die ist einfach ruhig, das stimmt. Navain hat die Wahrheit gesagt. Navain, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Alles gut. Ich weiß nur nicht, ob sie jetzt im Turm hoch ist oder ob sie weiter durchgegangen ist. Oh mein Gott! Was war das denn? Ich glaube, Akmala wurde gerade totgefurzt. Ich glaube auch. Ach du Scheiße, was ist... Akmala? Sie muss beim Turm sein, glaube ich. Akmala? Vor allem sie so... Wo ist denn Andi? Hey, wo ist denn? Nein, ich hab mich erschrocken! Okay, wen hast du erschossen, Kevin? Andi? No. Alles klar. Oh, Curry. Oh. Ich hab mich erschrocken. Mann! Mal Dingen. Warte mal, wer hat Curry umgebracht? Ich wahrscheinlich gerade. Aha, da unten. China. Wie kann ich die denn abfeuern? Scheiße. Was ist das? China, was war das denn? Wie kann ich denn diese Silence Crossbow abschießen? Nachladen erstmal. Ich hab die noch. Die musst du erst. Oh mein Gott. Also, das haben wir auch schon mehrere Male gehabt. Ich muss nachladen. Und meine. Hä? Angst! Alles gut, Akmala. Akmala braucht einen Glühli. Da wird ein Glühli steht. Ich hab eine Melone volle Kanne ins Gesicht gekriegt. Das war keine Melone, das war eine Ente. Schon wieder eine Ente. Ja. Das ist jetzt ihre neue Lieblingswaffe. Achso, ey, Andi, es war aus Versehen. Ich hab mich vor deinem Gesicht erschrocken. Alles gut. Hab ich hier mal aufgehört. Ich bin so schön.